Liebes Google-Management, ich habe bereits schon mehrmals von euch verlangt, mich genauso gerecht zu behandeln wie jeden anderen auf YouTube ebenfalls. Das ist mein Recht in einer Demokratie. Ihr hingegen beschneidet dieses Recht und das ist schändlich und es ist nicht länger hinzunehmen. Ich gebe euch eine allerletzte Chance, mich genauso fair zu behandeln wie alle anderen Menschen auch. Jennifer Jean Miller, die Mutter meines Kindes in den USA, hat die Macht. Das ist mir klar geworden, als ich dort weg bin. Sie steckt hinter dieser Behandlung. Ihr habt bereits versucht, ein Kunstwerk, das ich mit meinem Großvater Adolf Hitler zu tun hatte, zu löschen. Und ich habe recht gehabt und ihr habt es wieder veröffentlicht. Ihr screent alle meine Videos, die ich veröffentliche, und das ist sehr schändlich. Ich habe Zeugen dafür, dass es so ist, die mitbekommen und aufgenommen haben, wie meine Ansichtszahlen nach unten, meistens nachts, korrigiert wurden, damit mein YouTube-Kanal so wirkt wie von einem schizophrenen Loser, der Selbstgespräche führt. Ich habe bereits mit Rechtsanwälten gesprochen, die nur auf mein Ja warten. Wollt ihr wirklich einen solchen Skandal? Denn im Endeffekt hilft das nur meiner Beweiserbringung, dass ich tatsächlich der Enkelsohn von Adolf Hitler und Gedi Raubal bin. Jen ist die Enkelin von Frau Braun. Das ist klar, weil sie aussieht wie ihr Zwilling. Nein, ich bilde mir nichts ein, und wenn ihr schon alle, fast alle meine Videos bei 400 bis 500 Ansichten dicht macht, dann hinterlässt das eine Kurve. Mit diesem Video allein, und dann ist hier der Link, oder mit diesem, das eine ist dieses bewachsene Stoppschild mit dem Kinderlachen, mit einem Babylachen, und das ging richtig durch die Decke, bis es dann bei 400, 500 Ansichten, zack, die Kurve ging nach rechts. Das ist klar ersichtlich für jeden Richter, für jeden Deppen, sogar Deppen und dumme Richter, wenn sofort sehen, was Google hier mit mir gemacht hat, beziehungsweise YouTube. YouTube ist ja gekauft worden von Google, die sich alles einverleibt haben im Internet, was Rang und Namen hat. Ja, gegründet in einer Garage in Kalifornien bei San Francisco. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich in Amerika gelebt habe. Oder dieses Video hier, das war ein Short mit diesem Gelache da und dem Truck, Möslein, so und so. Es ging richtig durch die Decke und dann zack, boom, ist es stehen geblieben. Meint ihr wirklich, ich bin komplett bescheuert oder was? Auch dieses Video hätte das Zeug gehabt, Hunderttausende zu erreichen, weil es so lustig war. Aber auch das habt ihr gestoppt. Wenn jeder Schund über meinen Großvater Millionen Klicks erreicht, haben meine absoluten Sensationen nur 8 bis 12 Aufrufe? Come on. Offensichtlicher kann man das, was ihr hier mit mir abzieht, wirklich nicht tun. Das ist Grund für eine Millionenklage und wenn es sein muss, bis hoch nach Straßburg. Es ist mein verdammtes Recht, von einer Garagenfirma, die nun Weltmonopol hat, gerecht behandelt zu werden. Habt ihr das kapiert? Google Deutschland, ja? Redet sofort mit der Auftraggeberin. Schließlich war ich gut genug, um das Wunderbaby zu produzieren, was ja mittlerweile 14 Jahre alt ist. Sehen und treffen darf ich mein Kind dagegen nicht. Das ist wirklich irre. Und wann wollt ihr jetzt endlich aufhören, dieses dumme Theater mit mir und meinem Kanal zu unterlassen? Wann behandelt ihr einen Mann, der genug in seinem Scheißleben gelitten hat, wie einen Menschen und nicht wie einen Trophäenfuchs, der von allen Idioten gejagt werden darf? Einschließlich der lieben Justiz Münster, meiner eigenen irren Halbschwester, ihrem kranken Ehemann,
meinen ehemaligen Nachbarn, 4 Stück, die ich im Gericht besiegt habe, ja, einer irren Diemin aus dem Theater Münster und der ganzen Crew dazu, die mir mein Theaterstück geraubt haben, sogar einem Innenminister, der mir meine Aussage Kindesmissbrauchs wie Mord geklaut hat, bis hin zu einer irren Kirche, die genau weiß, wer ich bin und die mich deswegen natürlich nicht zu deren Vorsitzender machen kann, darf, will, soll oder muss. So, jetzt geht's weiter. Gott hat für euch keine Bedeutung. Das ist mir klar geworden. Das ist alles Bullshit-Gesülze, was ihr selbst nicht glaubt. Behandelt mich endlich, endlich fair und normal. Jeden anderen auch. Sonst muss ich offiziell Klage gegen Google Corporation in den USA und in Europa einreichen. Und das ist dann mein bester Beweis, dass jeder weiß, wer ich bin und auch wer Jennifer ist. Das ist sowieso klar. Amen. Mit freundlichen Grüßen, Mark Bellinger aus Raubal. 2 Kopien an meine Rechtsanwälte in Deutschland und den USA. Und als kleines Nachwort. Ich habe in den USA gemeinsam mit der lieben Jennifer, damals Dickinson, einen Skandal aufgedeckt und gestoppt, der von ihr selbst initiiert wurde. Mir wurden nämlich dann meine ganzen Unterlagen, meine Sachen, die ich von Marilyn Monroe besaß, die musste ich verkaufen. Und da hat eine liebe Kindsmutter eine Menge mit zu tun. Ja? Das kann ich alles beweisen. Ich habe die Unterlagen, ich habe die Akten. Ich erwarte jetzt, dass wenigstens dieser Scheißkanal, den ich da vor 7 Monaten angeleiert habe, ich habe ja vorher nichts gepostet, um hier Beweise zu erbringen, ja, und ich bin bei über 530.000, aber auch das wird runtergedreht. Ich wäre schon bei Millionen, mehreren Millionen, wenn mich Google bzw. YouTube ganz normal behandeln würde. Weil jeder Scheißdreck über Hitler, die so Filme wie Er ist wieder da oder so, ja, die werden hochgehypt. Es geht nicht, Google. Das müsst ihr euch selber vor Augen führen, ja. Ihr könnt jetzt meinen Kanal schließen, so wie ihr das in den Staaten mit mir mit irgendwelchen findigen, windigen Gründen gemacht habt. Recht ist das nicht. Das ist Unrecht pur. Und das ist schlimm. Dass es schon weit, weitaus schlimmer gekommen ist als Big Brother is Watching You oder 1984. Das war ein klägliches Märchen gegenüber dem, was jetzt abgeht. Man hat keine Rechte und ihr könnt einen einfach nur verarschen. Ihr dreht nachts meine Ansichten runter. Ich habe das ganz am Anfang, ich konnte es nicht glauben, ich habe es auch aufgenommen. Ich habe wirklich gedacht, was ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Da hatte ich ein paar hundert oder ein paar tausend Ansichten. Die wurden runtergedreht auf 12. Das ist nicht, das muss ich mir nicht bieten lassen und das muss ich nicht hinnehmen. Weil das ist unlauterer Wettbewerb und dagegen kann ich klagen. Ich habe genug Beweise, ich habe Zeugen, die das mitbekommen haben. Die konnten teilweise sogar meine Videos nicht liken. Die konnten nur bis zu 2 oder 3 Likes klicken und deswegen können auch alle diese Missbrauchsopfer, die mich unterstützen, fast 400-500 Leute, die können meine Videos nicht liken, weil die nur bis 3 oder 4 Likes hochgehen, außer ein paar Ausnahmen natürlich, wie dieses Video über die Esken, über die Saskia Esken, das hat 62.000 Aufrufe. Es sind natürlich so Ausreißer dabei, weil sonst ist es zu auffällig, weil Google ist ja auch nicht ganz so blöd, wie ich sie jetzt hinstelle. Ja? Insofern, Google Deutschland, redet mit eurem Chef in Amerika. Ihr wisst genau, wer ich bin. Und das ist auch kein Märchen. Und ich bilde mir das auch nicht ein. Ich habe es selbst gesehen. Und andere Leute haben das auch. Das ist harter Tobak. Es ist echt zum Kotzen. Und ich wehre mich dagegen. Versteht ihr das? Ich bin auch ein Mensch. Auch wenn ich von einem Monster abstamme. Also in diesem Sinne, alles Gute. Peace out.